Willkommen zurück zu Mafia 2. Ja, Mist, mal haben wir eine Riesenschießerei gemacht. Und wir brauchen dringend zwei Riesen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen mal zu ihm hier. Da kann man nämlich Autos verkaufen. Und guck mal, wie viel Geld wir von ihm kriegen. Und dann immer fallen wir noch im Waffenladen so. Mal sehen, das wird dann bestimmt lustig. Ja, mal sehen. Boah, geht die Karre ab, ey. Geil. Boah, den Speed drauf. Uiuiui, mir ging jemanden knallen und auf jeden Fall tot. Fangen wir mit der Tankstelle hier an, ne? Wir brauchen dringend Geld. Weg mit der Knarre! Wenn die losgeht, fliegt nach, dass du wegkommst! Ich hab keine Angst vor dir! Na gut, also keine Angst vor mir. Muss doch nicht haben. Ich freu dich abzuknallen. Verdammt. Wir sollten so unbeschadet wie möglich zu bürsten kommen. Zwei Riesen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Immer noch gut zu sein und kein Nachfolger. Ach nein. Den letzten Meter kann ich doch irgendwo gehen. Wer kommt denn da? Brauchst du einen Job? Sorry, ist gerade nichts da. Im Moment habe ich nichts, Vito. Meld dich später. Kann ich gar nicht verwenden? Ach so, ich soll die Karten. Okay. Ach so, ich soll die Karte verwenden. Ich dachte nur, ich muss jetzt zu Joe und ja, wäre egal mit der Karte. Naja, egal. Dann wollen wir mal. Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Scheiße! Verstanden. Oh ja, Alter. Nein, nicht. Fahrerflucht, ernsthaft? Naja. Ich kann nicht fahren, ne? Ohne Scheiß. Diese Fahrphysik, die ist so, oh. Naja, das Spiel ist aber grundsätzlich eigentlich jetzt geil, aber die Fahrphysik. Ja. Und auch die Intelligenz der Zivilisten ist minimal beschränkt. Die Grafik sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Und dafür, dass das Spiel schon ein bisschen älter ist. Mach dir völlig die Augen auf! Na super. Ich hoffe, wir haben es bald geschafft, ey. Ich hab einen Führerschein. Also im Spiel. Ich
stimmt, hat auch Flieger und Führerschein. Oder? Wow, soll ich die scheiß Karre überhaupt hinbringen? Oh, mein. Ja, fahren wir genau vor die Karre, Mädel. Oh. Da unten ist ja auch noch ein Waffenladen. Ich würde vorschlagen. Ich würde vorschlagen, dass wir ihn noch ausnehmen, den Waffenladen. Und dann zu Derek im Wagen hier bringen. Ja, scheiße. Ja, ne, ist okay. Also ich weiß nicht. Ich kann nur gerade weg, ne, vom Laden. Alles klar. Ein bisschen schneller hätten sie früher auch machen können. Na super. Fast 2000 Dollar für gekriegt. Gibt Eddie seine 200 Dollar. Okay. Wollen wir machen, kein Problem. Hier wird uns keine Ärger machen. Gehört bestimmt einer der Arbeiter hier. Verdammt! Ach. Der macht uns doch bestimmt keine Ärger. Und wenn, dann knallen wir ihn ab. Was hat er mit der Karre gemacht, ey? Die Lichter davor ist auf jeden Fall schon kaputt. Auf zu Eddie! Okay. Okay, wir haben es fast geschafft. Naja. Der wäre ja fast reingefahren, Alter. Meine Güte. Können die nicht fahren? Okay, ich kann auch nicht fahren. Ich hab's so. Oh. Bitte, das meine ich. Ein GTA 5 kann ich fahren. Also GTA 5, das ist ja was anderes. Da kann ich auch fliegen. Ein Arma 3 wiederum nicht. Naja. Okay, nehmen wir Geld und dann ist gut. Und? Hier das Geld. Da bin ich aber erleichtert, diese verdammten Halbstarken. Jetzt wissen Sie, wie der Hase läuft. Gute Arbeit, Jungs. Euer Anteil. Danke, Eddie. Brauchst du uns noch oder war's das für heute? Ich hätte noch was zu erledigen. Geht ruhig, heute liegt nichts mehr an. Ich melde mich, wenn ich euch brauche. Okay. Genau. Mach ich.
Arrivederci. Arrivederci. Alles klar. Nee, jetzt glaube ich wieder raus. Dann würde ich mal vorschlagen, fahren wir nach Hause, ne? Hm. Ja, war Pistole gestellt, warte mal. Komm, überfallen wir mal eben. Ich hoffe, Sie sind gut geschützt heute Abend. Das ist echt nichts Besseres, Kollege. Mach keinen Blödsinn. Ich hab mehr Kugeln als... Meinst du, ja? Werden wir sehen. Ja, ich brauche das Geld. Ich hoffe, ihr regt euch nicht mal mein Spielstil auf. Aber ich mache das immer so. Ich raube immer die Kohlen aus, weil die geben am meisten Kohle. Und so habe ich ja immer Geld hier. Ich meine, ist ja auch, irgendwas muss man ja mal machen. Für was sollte man das können sonst, ne? Ausrauben alles. Ich finde, ja, das sollte man GTA auch mal mehr reinbauen, sowas. Dass man auch in Häuser einbrechen kann, also Sache, weißt du. Finde ich, sollte man in so ein Spiel wie GTA einbauen. Weil GTA ist schon sehr Realität. Willst du mich umbringen? Nee, morgen vielleicht. Ja, also die Fahrphysik in GTA finde ich schon ziemlich realistisch. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ja, also es geht. Man kann hier auf jeden Fall benutzen, die Physik. Die GTA, also benutzen, kaltes Wort. Das ist auf jeden Fall besser als hier. Ja. Noch so ist GTA ein bisschen realistischer. Na. Hammer 3 ist sogar noch realistischer. Okay, ich glaube zwar nicht, dass das Fahrgefühl so realistisch ist. Ich habe nicht das Gefühl, aber Hammer 3 ist schon ein ziemlich geiles Spiel. Ist sowieso nicht meine Karre, von daher. Hier ist mein Parkplatz. Was ist ihr denn alle so? Okay. Na mal los. Ich würde sagen, bevor wir ins Bett gehen, nehmen wir noch ein Bierchen. Mal Fenster mal durchlüften hier. Bin ich ersticken nachts? So, jetzt pennen wir. Kapitel 9. Bells and Bands. Balls and Bands. Okay. Ah, okay, Telefon, geh mal gucken, mehr will der was von mir. Hallo? Vito, wir haben hier ein Problem. Schnapp dir eine Knarre, wir treffen uns in der Bar und sieh zu, dass du einen anständigen fahrbaren Untersatz dabei hast. In Ordnung, bin gleich da. Okay. Was war's denn mit meinem Sonntag? Hier spricht die Polizei. Letzte Aufforderung, machen Sie die verdammte Tür auf! Warum denn so Bullen aus? Hey Jungs, was ist los? Polizeieinsatz, bitte treten Sie zur Seite. Wir wissen, dass Sie da sind. Ich kann nicht Ihnen helfen. Hier ist die Polizei. Machen Sie auf. Wir haben nur ein paar Fragen an Sie. Ah, sagt die Polizei immer.
Pass doch auf! Extrablatt! Weitere Atombombentests im Südpazifik! Extrablatt! Senat untersucht Entlassung von MacArthur! Gerne. Ihre Zeitung. Roster, verdammt! Steig schon aus! Bitte nicht schießen! Ja, mach mal ein bisschen schnellere Karre hier. Okay. Auf geht's. Was will Eddie hier von uns, ey? Eddie ist echt ein Arsch manchmal. Oh. Oh, verdammt, unser Auto direkt, ey. Naja, egal. Ah, hinten steht eine neue Karre. Wir klauen das hier einfach. Eine Glotze so. Diese Haue. Na gut. Verdammt! Und geknackt. Und weiter geht's. Okay. Ich will mal irgendwas bei ihm hier vorbeigucken. Er hat interessante Sachen dabei. Vielleicht kann man was Neues kaufen. Mal gucken. Was hast du Neues? Ich habe alles, was du brauchst. Oh ja. Das will ich. Hier bitte, aber Vorsicht damit. Hast du noch anderes? Munition ist voll, okay. Na gut. Wär mich bald wieder, Vito. Jetzt haben wir ein bisschen Feuer. Jetzt kann es ja losgehen. Aber bevor wir da hinfahren, würde ich sagen, machen wir einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.